Einer sagt nach vorne fallen und unbemerkt von allen an ihrem Tisch in Küchen sitzen und keiner Weltanschauung nützen, die tagelang durch Städte streifen und die Geschichte nicht begreifen, die sich vom Gericht umstürzen, die Welt noch mit Gelächter würzen und für den Tod bei Zeiten sich selbst die Glocken läuten, ihren Imbissigen hängen, sich weder vor noch im Fenster drängen, stillere Tagessuppe essen und dann alles wieder schnell vergessen, die mit den Zügen sich beeilen, um nirgendwo zu lang zu weilen, die jeden Abschied aus der Nähe kennen, weil sie das Leben Abschied nennen, die auf den Schiffen sich verdingen und mit den Kindern Lieder singen, die suchen und die niemals finden und nachts vom Erdboden verschwinden. Die Wärter stehen bereit mit Jacken, um werkgerecht die Irrenden zu packen, die freundlich auf den Dächern springen. Für diese Leute will ich singen, die in den großen Wüsten sterben, den Schädel schon in tausend Scherben. Der Sand verwischt bald alle Spuren, das Nichts läuft schon auf vollen Touren, die sich durchs rohe Dickicht schieben, vom Wahnsinn blank und wund gerieben, die durch den Urwald aller Seelen blicken, den ganzen Schwindel auf dem Rücken. Ich sing für die Verrückten, die seitlich umgeknickt, die eines Tages nach vorne fallen und unbemerkt von allen sich aus der Schöpfung schleichen, weil Trost und Kraft nicht reichen. Die ganze Geschichte einfach überspringen. Für diese Leute will ich singen. Ich möchte Sie auch herzlich begrüßen zum 100-Jährigen von Rosa Luxemburg und hier in der anderen Herrlichkeit. Ja, können Sie ruhig freuen. Aber hier ist noch viel mehr freuen. Ich muss jetzt nur mal einen Text suchen von Hans-Dieter Hüsch, den ich nicht im Kopf habe, aber der heute wichtig ist. Und den hat er überschrieben: Ein neues Kapitel ist oft ein letztes Kapitel. Ein neues Kapitel ist oft ein letztes Kapitel. Die Zeit läuft ab, die Welt steht Kopf, die Geschichte ist krank, die Säugetiere sind ratlos, Gott ist es leid, die Seuchen sind auf dem Vormarsch, die Völker beginnen zu wandern und die Erde hat Angst. Mensch, mach dir klar, dass du jetzt dran bist, dass vielleicht schon bald dein Guatemalteke in deinem Vorgarten steht und durch die Hintertür dein Kurde kommt, um dich ans Kreuz zu nageln. Denn sie haben lange genug gewartet auf das Stückchen Brot, das du achtlos wegwarfst, auf eine kleine, anständige Behandlung an Leib und Seele. Mach dir klar, Mensch, dass der Untergang des Mittagsschläfchens begonnen hat. Karibik auf die Schnelle, seidener Jogginganzug, Klassik im Freien, Lachs mit Pommes und immerzu Volksmusik, womöglich bis zum letzten Atemzug. Das wird vorbei sein. Die Reise nach Sodom wirst du stornieren müssen. Mensch, du hattest immer eine Ausrede zur Hand. Ein Bettler war immer ein falscher Bettler. Das sieht man doch, hast du gesagt, dass der da um die Ecke ein dickes Auto stehen hat, dass der Bart angeklebt ist, das sieht man doch an der ganzen Haltung. Und das hat er bestimmt stundenlang eingeübt. Bestimmt sogar. Das sieht man doch, hast du gesagt. Und begingst Bettlerflucht. Doch diesmal kommst du nicht sehr weit. Ein schmutziger Himmel wird wie ein Zirkuszelt über dich kommen. Und du strampelst darin wie eine alte Fliege im Spinnennetz. Du wolltest nicht mit allen Lebewesen gleich sein. Du wolltest immer mehr als alle haben. Du wolltest nicht mal deine überflüssige Habe mit vielen teilen, die sich zu Tode krümmten, die gar nicht mal zum Leben kamen.
Du hast mit angesehen, wie Kinder und Tiere in Mülltonnen geworfen wurden. Du bist nicht aufgestanden und hast deine politischen Damen und Herren die Türen eingerannt, sie angefleht, der Grausamkeit im Elend ein Ende zu bereiten. Du hast immer nur so getan, als wüsstest du von nichts. Doch alles, alles wusstest du. Alles von morgens bis abends. Und in der Nacht kamen die Bestien und vergewaltigten die Frauen. Und du hast immer noch nichts gewusst. Manchmal hast du gedacht, wie furchtbar. Hast nicht gesagt, es ist doch meine Schuld. Bist nicht herumgelaufen und hast geschrien, mach dein Ende. Ich übrigens auch nicht. Und es ist auch meine Schuld. Drum los. Kommt auf die Beine. Kommt, wir versuchen es nochmal. Mit unseren kleinen Waffen, mit Wort und Lied. Das aus dem Weinen, Lachen, Trost und Versöhnung wird. Ein neues Kapitel kann auch ein erstes Kapitel sein. Nochmal einen schönen guten Abend. Es gibt ein Lied von Conny Becker, das mich besonders, wie soll ich sagen, begleitet, eigentlich seit das geschrieben hat. Für mich ist die Wiedervereinigung das Ereignis der Deutschen seit Kriegsende. Und es gibt keinen Ersatz, Kinder, egal was gemeckert und sonst beargwöhnt wird. Dafür gibt es keinen Ersatz. Und wer hätte gedacht, dass es noch zu unseren Lebzeiten passiert? Und dieses Lied beschreibt, woran die kurze Zeit der Wärme während der Wende, ich muss sagen, ich war in der Zeit auf irgendeiner Probenbühne in Bamberg mit einem Musical da zugange. Und als dann durchkam, dass die Mauer offen war, naja, da war alle Arbeit nicht mehr zu denken. Und dieses Lied beschreibt, woran die kurze Zeit der Wärme, die wir alle empfunden haben. Wir wollten uns ja förmlich alle um den Hals fallen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich denke, das war genauso wie bei mir, oder? Nee? Mann, ein Schweigen, das ist ja zum Kotzen. Also ich denke, die Freude ist bis heute ungebrochen. Nein, nein. Kinder, Verbindlichkeiten sind heute gefragt. Keine Unverbindlichkeiten. Und die nächsten 10 Jahre brauchen wir zivilen Ungehorsam friedlichster Natur auf der Straße, wenn wir diese Gesellschaft umbiegen wollen. Und jetzt soll gesungen werden, sonst kriegt der Dieter noch einen Krampf, weil er mal Angst hat mit seinen ganzen Wortbeiträgen. Damals wirklich.
Herz für dieses